Sachsen-Anhalt, wenn man so herum fragt und sich erkundigt, also Sachsen, da sind Schüler, ich habe das schon ausprobiert, die schon sehr gleich beim Streiten und sagen, wir sind doch keine Sachsen, kommt doch gar nicht in Frage. Wenn man denen dann sagt, es gibt da noch Niedersachsen. Und wenn es danach geht, sind sie ja so eine Art Mittelsachsen. Das nimmt keiner ab. Aber Anhalt ist noch komplizierter. Denn wenn man in Anhalt ist und fragt, was denn hier noch dazugehört, ich habe da mal ein ganzes Buch drüber geschrieben. Das war sehr erstaunlich. Und es ist ja so, die Leute wissen heute ziemlich genau, welcher Ort mal zu Anhalt gehört. Ja. Und mal später erst irgendwie, dass ihn abgestritten ist. Das war ja in der DDR so üblich. Und deswegen amüsiere ich mich heute noch, ich sage aber nicht den Ort, bei dem ich eingeladen wurde und da war gerade irgendwelche Feier, wo die ganze GST aufmarschierte, aber das Ulk hier war. Ich stand auf der Tribüne, ich sollte darüber über die Presse was schreiben. Und das Ulki war, sie kam aber vorne mit einer grün-weißen Fahne. Und mit einer grün-weißen Fahne kannte ich in der DDR gar keinen. Und ich sagte also plötzlich, ach, was ist denn das da, mit welcher Fahne kommen denn die da? Dahinter war noch genug, die rote Fahne. Und dann nahm der mich, der Bürgermeister, zur Seite und sagte, sagen Sie dafür nichts, das sollen die vom Kreis gar nicht wissen. Ich sage, das ist doch gar nicht die Fahne von der Gegend. Doch, doch, das ist unsere Traditionsfahne. Wenn jemand was fragt oder sagt oder wissen will, was das sein soll. Es war die Traditionsfahne, es war die Fahne des Herzogtums Anhalt. Und die hatten sie eisern bewahrt. Und später erzählte mir der gute Mann auch, glauben Sie, zu mir sagt einer Bürgermeister, kein Mensch. Die alten Leute sahen alle Herr Amtsrat, weil der Posten eben im Herzogtum Amtsrat hieß und nicht Bürgermeister. Das hatten die nicht. In diesem Jahr hat man nun versucht zu feiern, oder man feiert noch 800 Jahre. Das ist natürlich immer kompliziert, wo man keine Gründungsurkunden hat und wo auch keiner mehr dabei war, der heute mit rumläuft. Aber es ist eben Anhalt offensichtlich von Askania. Und Askania werden die Leute in der Gegend um Aschersleben bezeichnet. Und ich kann das nicht beweisen, aber ich übernehme das so. Das sollen die Askanier gewesen sein. Und zwar wäre dies Askanien von der Esche. Denn damals wäre der leichte, gute Speer aus Eschenholz. Und das waren also die Eschenspeermänner, die da herumhockten. Aber das heißt natürlich nicht Anhalt, sondern ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Weißt du, wo die Burg Anhalt ist? Ja, und zwar über Ballenstedt drüber weg, ja? Im Selketal. Im Selketal, schon, ja. Oben hoch im Wald, wobei an nur noch Ruinen, Teile an die Burg erinnern. Sie muss aber sehr groß gewesen sein. Die war auch sehr groß. Denn vor dem Schloss heute, vom Ballenstedter Schloss, da hat man ein Modell aufgestellt. Ja. Und da kann man das sehen, wie gewaltig doch diese Burg gewesen ist. Also größer als die Burg von Ballenstedt. Aber selbstverständlich, die war viel größer. Das war eine der größten überhaupt. Und dann muss man auch sagen, wenn wir uns heute mit Literatur aus der Gegend befassen, die beginnt sehr früh. Da können andere Landschaften nicht überall mithalten. Gerade hier im norddeutschen oder mitteldeutschen Raum. Denn es gibt schon einen Minnesänger, Heinrich den Ersten, der ist auf dieser Burg zu Hause, ist um 1250 schon gestorben und wir haben sogar noch ein paar Verse von ihm. Allerdings nun so im Mittelhochdeutsch wird das auch nicht viel. Aber eins lautet ungefähr in der Nachrichtdichtung: Ich will den Winter empfangen mit Gesang, ob still schon schweigen die Vögelein. Nicht soll er mir unter dem drohenden Zwange die Freundin der Liebe verbittern. Da siehst du mal, die anderen singen immer nur im Frühling, können sie ja lieben. Ja. Heinrich der Erste konnte es auch im Winter. Dazu muss man sagen, dieses Selketal war natürlich sehr günstig. Es war eine der besten natürlichen Wege durch den Harz. Als erster Versuch gemacht wurde, eine Eisenbahnlinie zu projektieren,
da ließ man die Eisenbahn so in der Regel von Maisdorf in das Selketal reinfahren und dann bis Mägdesprung, das war sehr günstig, weil der Eisenindustrie war, und dann weiter durch Selketal. Ja. Und da ersparte man sich das, wie heutzutage die Harzquerbahn, die erst nach Dreianone heraufschnaufen muss. Das gab es da nicht, da war gar keiner drauf gekommen. Und so war auch diese Burg äußerst günstig. Denn von dort oben konnte man rechtzeitig gucken, was da kam, wo man sich seine Steuern oder sagen wir lieber seinen Raub abnahm. Und dann ging das weiter. Das hat natürlich dazu geführt, dass die umliegenden Fürsten auch nicht begeistert waren, die sogenannten Harzgrafen. Wobei man nochmal erwähnen muss, der Harz ist zu dieser Zeit das Gebiet der Reichsbannforst, in dem nur der König jagt. Und alle anderen sitzen aber, muss man schon sagen, wie die Raubtiere um den Harz herum. Mindestens 7 Harzgrafen, die in dem Moment, wo sie merken, der Kaiser hat nicht mehr die Macht und der ist jetzt auch in Italien, wie Friedrich Barbarossa und so, kann da nicht so mehr so gucken, was los ist, holen die sich immer ein Dorf und einen Wald nach dem anderen und das klappt. Und aus dieser Gegend, Selketal, das gehört also dazu, möchten wir Ihnen heute Literatur vorlesen. Durchweg ist es Lyrik und von der gehen wir aus, dass sie kein Mensch kennt, aber manches ist wert, dass wir es wieder mal vorholen. Und da das ja hier die Schmökerkiste ist, schmökern wir mal da hin und her. Und gegenüber von den Steinen, die da noch liegen, nebenbei kenne ich jemanden von Magdeburg, der so begeisterter Anhalter oder Anhaltiner ist, ich weiß nicht genau, der ist sogar dahin gefahren, hat sich einen Stein geholt und hat den auf seine Vitrine gelegt. Er ist Anhalter und das ist von der Burg Anhalt. Aber nicht, dass sie jetzt alle losstürmen, sonst ist das da oben bald ganz leer und dann ist nur noch Gestrüpp und Gesträuch. August Volkmann hat ein Gedicht geschrieben über Meiseberg. Das ist genau gegenüber und da kann man hinwandern. Das ist ein ehemaliges Jagdschloss der Ballenstädter. Und das heißt bei ihm, hoch oben schaut ein Jägerhaus ins Selketal hinein. Gar traut und freundlich blickt's hinaus und ladet zu sich ein. Welch reichgestaltig Forstgebiet tut sich dem Blick hier auf und tief im grünen Grunde zieht sanft hin der Selke Lauf. Welch süßer Friede ringsumher und still verklärte Ruh, ein Säuseln nur im Blättermeer und Duftgewog dazu. Ja, das war die Zeit, wo jeder sein Poesiealbum hatte und da passte so etwas, wenn er die Wanderung gemacht hatte, bestens dazu. Ja, ich habe hier einen Hermann Weschke. Ja. Der hat auch dieses Gebiet so schön in Lyrik gelegt. Unter Stürmen ist der Herbst gekommen, hat die losen Blätter der Rosen mit sich über Berg und Tal genommen. Sinnend sehe ich ihnen nach und frage, ob im Lenze mir erglänze Frühlingsglück nach langer, banger Klage. Düstere Regenwolken hangen schwer hernieder und in allen Tropfen fallen Abschiedstränen zur Erde nieder. Viele dieser alten anhaltischen Dichter sind Lehrer, Gymnasiallehrer. Das liegt einmal daran, dass dort zum Teil höhere Schulen waren. Zerbst war sogar die Landesuniversität sehr früh. Wer also in einem der anhaltischen Länder, die ja früh zerrissen wurden, wer da einen Posten haben wollte, Pfarrer werden wollte oder irgendetwas in der Verwaltung, auch im Hof, der musste sein Examen in Zerbst machen. Das war die hohe Schule. Und Wallenstedt gehörte auch dazu, wo man seine Kinder hinschickte. Da gab es viele Privatschulen.
wenn die Knaben nicht so richtig lernten, dann kamen die, wie das damals hieß, in eine sogenannte Presse. Oh ja. Und damit wusstest du schon Bescheid, wie es auf der Schule losgeht. Da war wenig Abwechslung in solchen Orten und da konnte man auch jeden überwachen, wenn die da viel Blödsinn machten. Irgendeiner hatte das gesehen in einem kleinen Ort und da warst du immer schlechter dran als in einer großen Stadt, wo mehrere Schulen waren und das nicht zu erkennen war. Oder die Leute richteten sich dann nach der Mütze, nach der Farbe der Mütze, die du hattest. Dann konnten sie wenigstens sagen, welche Schule es war. Paul Höfer ist so ein sehr tüchtiger und fleißiger Literat, neben seiner Lehrertätigkeit, vor allen Dingen in Zerbst und in Bernburg. Und der hat hier beschrieben, Victors Höhe. Ich schaue über Tal und Höhen so weit hinaus. Und was ich sehe, das ist so schön. Ein lieblich Gotteshaus, doch über Berg und Tälern weit ein blasser Nebel ruht. Der dämpft mit seinem Schleierkleid die farbenreiche Glut. So wohnt auch in der Seele mein die tönereiche Luft. Es zittert milder Freudenschein durch die bewegte Brust. Doch jenem Nebelschleier gleich, der durchs Gefilde zieht, durchzieht die Wehmut still und weich mein sehnendes Gemüt. Es ist immer so ein bisschen Sehnsucht und Traurigkeit in diesen Gedichten. Ja, das werden die unsere Zuschauer bald merken. Das liegt aber nicht, dass die Anhalter oder Anhaltiner so wehmütig sind, sondern dass das die Zeit gewesen ist. Wir haben jetzt gerade aus der Zeit, sagen wir mal, des Wilhelminischen Kaiserreiches sehr viel und darüber hinaus. Und da war diese Ungewissheit und Unruhe vor dem Krieg, die war doch schon überall zu spüren. Ich habe hier ein Gedicht von einem Kurt Liebmann. Trüber Spätnachmittag im Dezember. Melancholie lässt schwere graue Schleier wehen. Zwei Reiher schleiern grau und tief am Ufer hin. Taucht Fluss und Land ins Ende, ist's ein Anbeginn? In Urweltnebeln schwarz die breiten Eichen stehen. Kein Laut, das Wasser fließt nur träge seinen Lauf. Im Schutz der Buhne lässt ein Entenschwarm sich nieder. Der Wind entlockt den vollen Wolken Schneegefieder. Aus Erlen flattern plump und böse Krähen auf. Der Schnee fällt dichter, alles Land wird weich und bleich. Es wogt die Nähe ineinander und in Ferne, da naht ein Kahn mit grün und roter Bordlaterne und sinkt wie ein Gespensterschiff ins Totenreich. Das erinnert so ein bisschen an Böcklin Toteninsel. Ja, das heißt ja auch später Nachmittag im Dezember. So ist es. Und bei Kurt Liebmann muss man sagen, der hat ja sein Gedichtband auch seiner Frau gewidmet, aber nicht wie sonst draufsteht in Liebe oder so, sondern als unverzichtbarer Wanderkamerad. Und er hat sehr viele Teile der Landschaft so, sagen wir mal, impressionistisch beschrieben. Ja? Denn wenn man das Gedicht durchgeht, es sind immer Beobachtungen. Ja. Zwei Reiher sind da. Naturbeobachtung. Die Eichen stehen da am Ufer. Es ist ja ungefähr die Gegend um Dessau, Wörlitz gemeint. Aber immer auch so düster. Das Wasser fließt träge. Im Schutz der Buhne ein Entenschwarm. Die bösen Krähen in den Erlen. Und dann kommt plötzlich in der ganzen Stille einer der Elbkähne noch mit roten und grünen Positionslichtern und der verschwindet auch wieder im Dunst, ohne ein Dampfertuten oder irgendein Geschrei, nichts. Es ist alles ganz still. Er hat es auch anders gemacht. Allerdings trage ich aus seinem Gedicht Gernrode nicht alles vor.
manchmal, ich weiß nicht, was er von Beruf war, aber ich könnte mir denken, er ist vielleicht Lehrer gewesen. Da zählt er zu viel von der Geschichte auf und das wirkt meistens nicht sehr lyrisch. Aber über Gernrode schreibt er: An den alten Bergen, an des Rambergstufen, gründeten die Kämpfer, von dem Kreuz gerufen, Sachsenkaisers Mönche, heiter weises Maßwerk, an den alten Bergen. 10 mal 100 Jahre schimmern weiß der Dombau, überm Rot der Dächer in des Himmels Urblau, klingt erlöste Schwere durch des Steines Sonate, 10 mal 100 Jahre. Ja, wenn man sich's mehrfach überlegt, sagt man, ist es ganz gut. Aber um für das schöne Gernrode zu werben, kann man es leider nicht benutzen. Da geht's mit dem besten Willen. Ich habe es mir letzten Sonntag nochmal angesehen. Da könnte man andere Verse drüber schreiben. Ja. Ich habe hier einen Edgar Eugen Köhler. Der ist auch in der Gegend geboren, und zwar in Köthen, und war schließlich auch Lehrer, aber auch eben literarisch sehr interessiert. Und er hat zum Schluss auch in Zerbst noch gelehrt. Und ich habe hier ein schönes Gedicht, das heißt Wanderlust. Frisch auf mit frohem Mute wandere ich jetzt fröhlich aus, den Blumenstrauß am Hute kühn in die Welt hinaus. Der Frühling ist gekommen mit neuer Lenzenslust und er hat mir genommen den Frieden aus der Brust. Siehst du, so geht das zu. Die Jahreszeiten sind ja immer das große Thema für die Lyriker. Und gerade bei denen, das soll nicht abwertend klingen, die so sehr sich mit der Heimat beschäftigt haben, die wollen immer Bilder malen, wie ihre Heimat jetzt im Frühlingsglanz ist oder wie der Winter da durchsaust. Und hier haben wir nochmal Kurt Liebmann, der wirklich die ganze Gegend besungen hat. Aber zur Abwechslung kommt jetzt mal der Herbst. Denn der Herbst ist gerade im Ostharz oder im Südharz, wo ja mehr Laubwälder sind, ja, ist ja viel interessanter. Nach meiner Meinung, nach meiner unmaßgeblichen Meinung, wollte ich eigentlich sagen. Aber nun ist es doch noch gekommen. Herbst in Ballenstedt. Kastaniengold ist Gabe der Allee, die das Beflammte von des Schlosses edel bemessenen Platz herniederleuchten lässt, vorbei an lichten Bürgerhäusern in das alte Traumreich kleiner Stadt. Das singt und summt und klingt mit hellem Uhrenschlag aus Häuschen und aus Gässchens Melodie des Biedermeiers. Überwundener Schmerz und weise Milde weiten hier. Die Weichen mit dem Geleucht der Buchen lockenden Hänge des Waldgebirges gleiten sanft zum Städtchen, das Garten hegt und laubige Promenaden und an die Ebene sich schmiegt, die über der Gegensteine schroffen Wall weit in das Land Welt und mit weißen Domen grüßt. Wunderschön. Ja. Ja. Für mich ist Ballenstedt aber immer noch so besonders der Geburtsort der Uta von Naumburg. Ja. Und anders auch noch die Wirkungsstätte des Hofmalers und Kammerherr Wilhelm von Kügelken, ja, dessen besonderes Buch Jugenderinnerungen eines alten Mannes habe ich als Prämie zum Abschluss meiner Lehrzeit als Buchhändler in Güstrow 1956 von meinem Chef verehrt bekommen. Na, dabei warst du noch solch junger Mann. Ja. Wobei man mal sagen muss, Wilhelm Kügelken, wir empfehlen allen, die auf unseren Spuren auch literarisch unterwegs sind, das Kügelken-Museum unterhalb des Schlosses in Ballenstedt zu besuchen. Ja. Wobei der Kügelken ja für mich immer hochinteressant ist. Aber ich ahne, du weißt gar nicht warum. Der Maler war farbenblind. Ach.
Und hat so schöne Porträts gemalt. Ja, nicht nur Porträts. Er war wirklich farbenblind, sowas gibt es auch. Sein Vater war ja schon Maler und damals war ständische Ordnung. Na, da musste mein Sohn noch wenigstens auch wieder Maler werden. Und der war farbenblind. Das ging merkwürdig bei dem zu. Das eigentliche Haus, wo er drin gewohnt und gearbeitet hat, steht ja auch noch da. Wenn es auch kein Museum ist, aber man kann es trotzdem besuchen. Das ist schön idyllisch, alles mit Gärten und nicht weit vom Schloss. Aber er konnte die Farben nicht auseinanderhalten. Er hatte viele Aufträge und wenn er was machen musste, war die erste, die erschien, seine Frau. Ach ja. Und die farbentüchtige Frau, die begann nun, die Farben zu mischen. Was dahin musste und da. Und ja, was willst du denn machen, wenn du es nicht sehen kannst? Nee, du musst Geld verdienen, du hast den Beruf, was willst du denn anderes machen? Er hat sich ja mit vielen anderen Dingen beschäftigen müssen. Denn er war ja sozusagen die Aufsichtsperson für den verrückten Herzog. Sohn. Den er praktisch jeden Tag betreuen musste. Das ist auch ziemlich schwierig. Er musste jeden Abend wenigstens zum Abendessen kommen. Und jetzt stell dir das mal vor und dann 20, 30 Jahre mit dem jeden Abend Schwarzer Peter spielen. Also ich kann mir das kaum vorstellen. Aber der konnte eben nichts weiter, der begriff das nicht. Und so, er kam ja nachher auch in ein Heim, in eine Anstalt, in Heum. Und wer musste prompt mitziehen, obwohl er auch schon ein älterer Mann war? Der Kügel. Wilhelm von Kügelgen musste mit nach Heum und durfte in der Woche einmal oder so seine Familie besuchen. Ja, tja, das ist Ballenstedt, da ist eine ganze Menge drüber zu erzählen. Und man muss aber sagen, du hast ja vorhin schon Hermann Weschke erwähnt, ja. Wenn man wirkliche Anhalter oder Anhaltiner fragt, wer ist denn hier der größte Dichter, dann sagen die Hermann Weschke. Warum, sage ich mal doch auch, du willst sicher doch ein bisschen was zu seinem Leben, obwohl da nicht viel zu sagen ist. Ja, warum? Er hat, ich glaube, 6 oder 7 Bände, Paschlever-Geschichten. Ja. Wir würden Ihnen die ja gerne vorlesen, aber wir stammen nicht aus der Gegend und die sind in Niederdeutsch. Deutscher Mundart, ja. Können wir nicht, mit dem besten Willen nicht. Die Leute würden sich zwar noch mehr amüsieren über uns beide, aber wenn wir nun hier auch noch... Nein, wollen wir lieber nicht. Aber das bringen wir nicht fertig. Aber er hat... Naja, du bist auch mal wieder dran. Ja, also er ist in Groß Paschleben geboren. Im Mai 1860. Er besuchte das Gymnasium und hat in Leipzig Philosophie studiert, also schon einer der gehobenen Lehrer, die wir hier haben. Und er hat ein Staatsexamen gemacht, hat an Gymnasien unterrichtet, in Dessau beispielsweise. Und dann hat er auch am herzoglichen Franziskanum in Zerbst unterrichtet. Ja, und hat eben, wie gesagt, dieses herrliche Werk, diese herrliche Sammlung von Mundart zusammengestellt, die wir noch nicht lesen können. Aber wir, doch, ich muss sie mal einmal unterbrechen, mache ich auch nicht wieder. Man kann die lesen. Und die ist ja auch nochmal gedruckt worden. Ja, ja. Alles. Sogar in der DDR. Aber man muss es laut lesen. Und das wird natürlich die Zuhörer im Zimmer nicht besonders interessieren, weil man es erst dann versteht, wenn man es hört. Hört, ja. Dann ist es einfach. Aber wenn du siehst, was das für eine Orthographie ist, um nur Niederdeutsch auch drucken zu können, das ist kompliziert. Aber Hermann Weschke hat es gemacht. Aber das, was ich lese, das kann man auch hören und verstehen. Ja, deswegen haben wir es ja ausgesucht. Ich blicke den ziehenden Vöglein nach. Sie ziehen am Himmel durch Nacht und Tag nach Süden in fremdes Land hinein zum Sonnenschein. Im Nordland ward es so hart, so kalt. Die Blätter fielen, es streckt der Wald die Zweige zum Himmel mit einem Mal, so öd und kahl. Das Grün verdorrte, das Feld ward leer und der Herbstwind brauset darüber her. Was einstmals lebte
und webte ringsum, ward still und stumm. Da hob der Vogel den Fittich und schied und trug zum fernen Süden das Lied. Es kann ja der Sänger das Lied nur gedeihen im Sonnenschein. Man muss noch dazu sagen, vielleicht, die Geschichten sind so erzählt, als wenn er sie alle erlebt hätte. Er ist in Paschleben aufgewachsen, er stammte nicht aus der gebildeten oder reichen Schicht. Es waren mehrere Söhne und der Vater hatte ihnen auch allen Instrument beigebracht. Mhm. Wenn jemand in der Gegend zwischen Bernburg und Köthen eine Kapelle brauchte, dann war das Weschke. Die brachten das irgendwie hin. Und da habe ich mich anfangs drüber amüsiert, als ich das so herausklamüserte, wie die Geschichte wohl geht. Aber er hat sie auch nicht alle erfunden. Es sind auch manchmal Sachen, die sind uralt. Aber er hat überall eingebaut, wie es damals war in seiner Jugendzeit. Also um 1880, als durch Braunkohlenbergbau die Gegend ein bisschen zu Geld kam. Ja? Bloß ich habe mich immer gewundert und habe zu Anfang gedacht, das ist eine dichterische Freiheit, bis ich gemerkt habe, es ist echt. Er hat nämlich geschrieben, Silvester wurde gefeiert im Dorfkrug. Mhm. Aber da brachte jeder seine Bratwurst mit. Oh, ja. Und zwar gab er die dann bei der Wirtin ab. Und die hatte eine ganz große Pfanne und wenn es dann Mitternacht wurde, das neue Jahr begann, wurden die gebraten und jeder bekam seine wieder. Mhm. Bloß jedes Mal habe ich überlegt und kann es ja auch heute noch nicht beantworten, woher wusste die Frau für die ganze Gaststätte, wem die Wurst da eigentlich nun zukam. Also das weiß ich auch bis heute noch nicht. Eine meiner Lieblingsgeschichten da drin ist nebenbei die von dem Organisten und von dem Bellgetreter. Die haben einen neuen Organisten und der ist vornehm, der hat studiert, der will das alles in Ordnung haben. Und jetzt kommt der Bellgetreter, so ein alter, gedienter Mann, der es nebenbei macht für ein paar Pfennige, und sagt zu ihm, was spielen wir denn heute? Und da ist der darüber so beleidigt, denn der tritt die Belge, dass Luft da ist, der braucht doch nicht zu fragen, was das ist. Was die heute spielen. Und gibt denen eine dumme Antwort und dann ist in Ordnung. Und jetzt geht's los. Jetzt singen die Leute und der Organist spielt und mit einmal ist keine Luft mehr da. Und dann gibt's einen großen Auftritt und dann sagt der Belgeträger, der hat mir nicht gesagt, was er spielt. Er hat gespielt, wie schön leuchtet der Morgenstern und ich habe hinten getreten, nun danket alle Gott. Und das war ein bisschen eher fertig, war nicht zu machen. Das ist Hermann Weschke, jedem zu empfehlen, auch wenn er sich durchkämpfen muss. Ich muss aber auch sagen, wenn es jemand ins Hochdeutsche übersetzt, ist der ganze Witz weg bei solchen Sachen. So, was spielen wir denn heute? Nee, also jetzt haben wir noch ein Gedicht von Kurt Liebmann, und zwar über das Luisium. Noch immer band das göttlich reine Maß und edle Gelb des Schlosses alle Qual und allen Rausch. Hier schweigt das Bacchanal der Welt. Wie der Erwachte, der genas vom Wahn, trittst festlich heiter du ins Grün des Parks ein und bist vom Geist umschwärmt, der dies Elysium schuf. Die Schwäne ziehen als Seelenglanz dahin, nichts Rohes lärmt. Verewigt ist im Stein und Busch und Baum das Saitenspiel Apolls, und Melodien des Herzens rauscht die Leier leis im Traum von Hölty, Mattisson und Hölderlin. Aus Anemonen und aus Veilchen lot das Zartgefühl der Seele. Durch der Eichen Gewölk mahnt nah vom Dorf das Himmelszeichen des Obelisken und besiegt den Tod. Ja, ich habe hier noch einmal den guten Weschke. Und zwar ist das ein Gedicht, was anklingt
an das schöne Kirchenlied von Paul Gerhardt, Geh aus mein Herz und suche Freud. Ja. Paul Gerhardt ist ja sicherlich allen Zuhörern und Zuschauern bekannt, war einer der ganz bedeutenden Kirchenmusikschreiber und Dichter, Liederdichter, der zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges hier gelebt hat. Es gibt so bekannte Lieder, nun ruhen alle Wälder, befiehl du deine Wege, o Haupt voll Blut und Wunden, und eben dieses Lied, geh aus mein Herz und suche Freud. Und Weschke schreibt da, geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lichten Sommerzeit. Schon blühen die Blaufeigeleien entlang am grün belaubten Hain. Geh aus, mein Herz, geh aus. Schon singt im Wald Frau Nachtigall, die Welt erklingt vom süßen Schall. So stimm auch du, mein Herz, mit ein. Was willst du freudlos immer sein? Geh aus, mein Herz, geh aus. Ja, und wer nach Gräfenhainichen kommt, findet da sogar eine Paul-Gerhardt-Kirche, ja, die ihm zu Ehren dort errichtet wurde. Und da du Weschke noch mal hattest, habe ich noch mal Kurt Liebmann. Ja. Denn wir müssen ehrlich sagen, alles trauen wir uns auch nicht vorzulesen. Es ist natürlich vieles der Mode unterworfen und wird hier dann eigentlich nur lachhaft. Und das wollen wir nicht. Diese Texte, diese Lyrik, die wir hier vorlesen, hat zu ihrer Zeit gewirkt. Die hat man vertont, gibt es zu singen. Man hat sie auch in Büchern gesammelt, ganze Menge sogar. Und hier ist Kurt Liebmann und jetzt ist es mal im Schlosshof zu Wiesenburg. Durchs Tor der Engelsbotschaft führt der Pfad vom grellen Licht des Tages in das Reich der mütterlichen Dämmerung. Der Geist des Schlosses wölbte sich aus Tiefen durch die Säulenschäfte von Kastanien empor, das Heiligtum der Stille und der Heldensaga mit den breiten Bögen der Äste schirmend. Auf dem Rand des Brunnens, die Augen seherisch geöffnet, sitzt des Traums Sibylle und beschenkt die Unschuld der Dichterseele und die Träumenden mit einem wundersamen Gruß des Lächelns. Mir hat der Schluss immer außerordentlich gefallen. Bloß wir haben Schwierigkeiten, wir müssen das nochmal sagen. Mit Sibylle werden, glaube ich, die wenigsten noch was anfangen können. Die Sibylle gehört zu den, oder ist eine der Prophetinnen schon aus der Antike, die etwas vorhersagen kann. Und wenn man es dann nochmal liest, dann heißt der Schluss, auf dem Rand des Brunnens, die Augen seherisch geöffnet, sitzt des Traums Sibylle und beschenkt die Unschuld der Dichterseele und die Träumenden mit einem wundersamen Gruß des Lächelns. Also die weit in die Zukunft sehende Sibylle, aber auch der gegenwärtige Dichter und alle, die träumen können, haben etwas, also auf in den Schlosshof von Wiesenburg. In Wiesenburg, der nebenbei bestens erhalten ist. Ja. Und das habe ich neulich gesehen, der auch bewohnt ist. Jawohl. Er hat inzwischen die ganzen Häuser wieder in Ordnung gebracht. War und ja dann, mal eine Schulausbildungsstätte. Ja, ja, aber jetzt ist es auch ein wunderbarer Wohnort. Ich habe hier noch mal August Volkmann. Und zwar diesmal führe ich dich nach Alexisbad. All deine Reize hast du hier entfaltet, du einzig schönes, liebes Selketal. Dich wahrhaft paradiesisch ausgestaltet, mit tollen Gaben, Fülle, Sonderzahl. Und edler Fassung eine Perle gleich, erstrahlt, glanzumflossend dein Bereich. Wie heb ich an, die Herrlichkeit zu preisen?
sie solche Schöpfungsblüten aufzuweisen. Ja, dazu muss man immer noch mal sagen, Alexius war ja ein Herzog für die Gegend und der hat dafür gesorgt, dass eine Quelle, die dort nicht gefasst war, aber die die Leute als Gesundbrunnen schon kannten, dass das gefasst wurde und in Badewannen geleitet wurde. Und der vorhin erwähnte Dichter Mattison aus Wörlitz, wo er wohnte, hat ein Tagebuch geschrieben von seinem Ankunft. Und er war zu früh gekommen, es waren keine Leute, er war der erste Badegast. Und hat sich dann beschäftigt, in seiner Badewanne die Wasserkäfer zu zählen, die mit aus der Quelle kamen, hat er auch Beschäftigung gehabt. Die Leute sind sehr gern nach Alexisbad gefahren. Und zwar aus einem einfachen Grunde, es war von dem Herzog sehr geschickt gemacht. Hier war die einzige, Spielsalon oder Spielcasino. Danke dir, hast mich gerettet. Spielcasino, das gab's da. Am Sonntag fuhren die Leute hin, um ihr Geld zu verjubeln. Man soll auch ehrlicherweise sagen, nicht nur die Männer fuhren dahin, sondern auch leichte Damen, denn da war auch was zu verdienen. Ja. Und es gab auch dort einen extra Laden, der verkaufte Souvenirs. Es kamen sogar Leute, die dort Kultur boten. Ich habe es zu Anfang auch nicht geglaubt, aber in Alexisbad hat Karl Maria von Weber Klavierkonzerte gegeben. Toll. Da war das Publikum, die hatten Geld, das machte Spaß da in dem Tal. Das Einzige, was mich immer gestört hat, dass der Herzog dann auch noch angefangen hat, auf die Felsen Burgen zu setzen und Burgruinen. Die ließ er im Theater malen und die wurden dann sozusagen als Kulissen da oben aufgestellt. Ich gehe aber immer davon aus, dass die alten, kranken, reichen Leute, die ja sowieso nicht da hochkletterten, sich gefreut haben, wenn sie da unten ihren Brunnen tranken und aus dem Bad kamen und haben da hochgeguckt und gesagt, oh wei, wie schön ist das hier alles. Das hat sich gelohnt. Ich kenne auch noch, nebenbei hat der Kaiserliche Automobilclub als erste Station im Harz Alexisbad genommen. Mhm. Da fuhren die meisten hin und man brauchte auch nicht so ganz steil hochzufahren. Das stimmt. Nach Schirke war schon ein bisschen komplizierter. Da konnte es passieren, dass so ein Ding stehen blieb. Aber Alexisblatt da unten, das ging ohne weiteres voran. Und dann noch was ganz Wichtiges steht immer um 1900, 1910 in den Prospekten. Alexisblatt ist wunderbar für Frauen, weil da noch nie ein Blitz eingeschlagen hat. Oh. Man braucht keine Angst zu haben. Die Blitze treffen oben die Felsen zwar, aber nie da unten. Naja. Ich habe ein Gedicht, weil wir nur Männer vorlesen, als wenn es nur Männer die Dichten gab damals, von Adele Reichenbach, und das ist eine Kaufmannstochter in Ballenstedt, die auch dort auf der höheren Töchterschule war. Und ja, wenn Sie die erste Zeile hören, kennen Sie das ganze Gedicht. Du schiedst von mir in tiefen Schmerz, weil ich dir nimmer durfte sagen, dass von der ersten Stund mein Herz für dich allein nur konnte schlagen. Ich liebte dich, es schwieg mein Mund. Wie laut mein Herz es auch bekannte, nur ein Gebet tat Gott es kund, dass ich für dich zum Himmel sandte. Du schiedst von mir in bitterem Weh. Das Licht der Sonne scheint mir trübe seit dich geführt aus meiner Nähe Geschick und unverstandene Liebe. Nie wird mein sehnsuchtsvoller Blick, wonach das Herz verlanget, findet. Mein Sehnen ruft dich nie zurück, kann nimmer dir mein Leiden künden. Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, da kannst du ja ausrechnen, wenn das schon beim ersten Liebhaber so losgeht. Ja. Da ist nicht mehr viel gekommen. Die konnte immer nur dasselbe Gedicht verteilen. Ja, na, ich habe hier einen Kurt Besser, den haben wir noch nicht erwähnt. Nein.
Aber der hat auch ein schönes Gedicht uns übergeben. Januar heißt es. Schneewind im grauen Herbstgebüsch glitzert raureif, winziges Winterkristall wiegt sich in herben Morgenhauch, spielt mit lachendem Sonnenblick. Schneeglanz, zarthelle Weiten, sonnenglitzerndes Winterland. Goldklar rieselt der Lichtquell, trink meine Seele die kühle Genesung. Schneeduft, lockerer Morgenflaum, unbetreten schweigt der verschneite Weg in unberührte Fernen. Prüfend zögert der erste Schritt. Fällt dir auch auf wie mir, wer Dessau, und daher kommt ja der gute Kurt Besser, in der damaligen Zeit, also in 20er Jahren, durch das Bauhaus in architektonischer, auch meinetwegen, ja, in bildender Kunst die größten Höhen hatte, hatten sie irgendwie keine Dichter da, die da irgendwie mit konnten, sondern die haben das brav hingeschrieben. Und ich habe jetzt auch noch mal Kurt Liebmann, und da ist auch der Höhepunkt in seinem Gedichtband Wörlitz. Zarte Seele des Parks, wie sie der Edle schuf, zeitlos weht sie und West in der Verewigung unberührt von der Schicksalslauf, da Götter und Menschen sich in der seelenlosen Welt trennten verhängnisvoll. Immer schwärmen sie noch, selige Genien. Aus den Zedern ertönt sanft der Unsterblichen klaglos Lied. Wenn das Silber des Mondes spielt mit der Wellenschar, wird elysischer Chor wach und des Labyrinths Gänge hallen vom Klang des Sphärentones der Leier leis. Singend schwemmt auch heran Nymphe Egeria und den Hügel umwehen Klopfstock Anakreon, wo das gotische Haus glänzt, wandeln Sappho und Geist vereint, die von Weimars Parnass wechselnd Empfindungsstrom mit Rousseau und mit Stern. Goethe Apoll beschwört Wilhelm Meisters Gestalt schon und es zittert der Nachtigall Silberschlag in des Hains Gebüsch und lockt. Da kannst du nun sagen, was du willst, das ist schon mehr Gespensterlyrik. Ja. Wenn die da alle herumwehen, trau dich da ja nicht nochmal nach Wörlitz, vor allen Dingen, wenn es dunkel wird. Also das ist natürlich zu gut gemeint, und da ist auch der Höhepunkt dieser Dichtung überschritten. Das heißt, wir haben noch einen, den wir nicht erwähnt haben bis jetzt, den auch nicht mehr viele kennen, aber er ist eigentlicher Höhepunkt. Ein Expressionist, und die sind nie sehr volkstümlich geworden, Hermann Conradi. Ja, der war also sehr radikal. Er war auch politisch aggressiv und hatte auch Probleme mit seiner Dichtung, beispielsweise mit seinem Lied Lieder eines Sünders. Da hat er Probleme gehabt und Aufsehen erregt. Und einen Roman hat er geschrieben, Adam Mensch hieß der. Da hat er sogar mit der Staatsanwaltschaft Konflikt gekriegt. Also dieses Gedicht, was er geschrieben hat, heißt Noch einmal. Nun knospet's in den Linden wieder, die unter meinem Fenster stehen. Ich sah sie blühen und sich entblättern, in pfeifenden Oktoberwettern ihr letztes Blatt verloren gehen. Es kam des Winters weiße Stille, und ganz vereinsamt ward mein Herz, nur der Erinnerungen Fülle beschwor ein dunkler Schicksalswille und dem Verwaisten milden Schmerz. Du gingst von mir, da nackt die Bäume, drückt ich zum Abschied dir die Hand. Fahrt wohl, ihr Sommerträume, ihr zogt wie treulos Flutengeschäume und nur die Sehnsucht wob das Band.
nun Knospitz in den Linden wieder, die unter meinem Fenster stehen. Braunrot seh ich die Kraft sich schließen, ein Duft von nahenden Genießen spür ich durch wärme Lüfte wehen. Wirst du noch einmal nordwärts kehren, den ich wie keinen je geliebt? Lass uns den letzten Lenz durchträumen, wird's wieder nackt in Busch und Bäumen, ist Zeit, dass auch der Wahn zerstiebt. Ja, und jetzt schicken wir noch ein paar Verse von ihm nach, die wir sonst in unserer Literatur selten haben. Es hat kaum jemand am Schluss seines sehr jungen Lebens, seines sehr kurzen Lebens, so etwas geschrieben in solcher Aufrichtigkeit. Ich weiß, nur wie ein Meteor, der Flammen kam, jach sich in Nacht verlor, werd ich durch unsere Dichtung streifen. Die Laute rauscht, es jaucht wie Sturmgesang, wie Südwind kost, es gellt wie Trommelklang mein Lied und wird in alle Herzen greifen. Dann hebt's jäh aus in stiller Dissonanz, die Blüten sind verdorrt, versprüht der Glanz, es streift der Abendwind durch die Zypressen, nur wenige weinen, sie verstummen bald, was ich geträumt, sie geben ihm Gestalt, ich aber werde bald vergessen. Ja, und dann habe ich hier nochmal Hermann Weschke, der liegt uns eben besonders gut. Mein Herz, es gleichet der Natur, die ewig sich erneuert und über die verwaiste Flur stets frische Blumen streut. Es wird nicht alt, es wird nicht kalt, es quillt von neuem Leben, wenn auch mit stürmischer Gewalt die Sorgen mich umschweben. Es lebt voll frischer Zuversicht, dass nach des Unglücks Wende mir neues Leben, liebe Licht, ein gütig Schicksal sende. Ja, das ist doch optimistisch. Ja, das ist ein großer Kontrast. Und deshalb wollen wir uns jetzt auch verabschieden und Ihnen auch wünschen, was hier in den letzten Zeilen steht, ein neues Leben, Liebe und Licht und ein gütig Schicksal, bis Sie mal wieder uns in der Schmökerkiste sehen. Jawohl. Bis dahin.